hier singen, wer das Liederbüchlein dabei hat, auf der Seite 21. Erste und zweite Strophe. Rosenkranzkönigin, Mutter der Gnade, lehre uns wandeln stets himmlischen Pfade. Freudig erheben wir unser Gebet zu dir, Jungfrau, Jungfrau voll Gnade. Rosenkranzkönigin, Mutter du reine, gib, dass dir unser Herz endlich erscheine. Schirme uns alle Zeit treulich im Kampf und Streit, Mutter, Mutter, du reine. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der uns seine Mutter zur Mutter gegeben hat, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es trifft sich wunderbar, dass wir als Gruppe hier 100 Jahre nach der Erscheinung unserer lieben Frau hier in Fatima sein dürfen. Mich besonders berührt ist, weil ich in diesem Jahr vor 10 Jahren sozusagen als Spätzünder zum Priester geweiht wurde und heute an diesem Ort die Messe feiern darf. Maria ruft uns auf zur Umkehr, zum Gebet, selber die Umkehr tagtäglich zu leben, für andere diese Umkehr zu erbitten. Dann wird ihr unbeflecktes Herz triumphieren. Sie triumphiert nicht nach außen hin, so wie wir auch gestern gehört haben, was in Russland betrifft, sondern sie triumphiert in den Herzen, jeden einzelnen Menschen, der sich bekehrt, ist für sie ein Triumph ihres unbefleckten Herzens. Bitten wir sie, dass sie uns immer wieder fähig macht in den Stürmen dieser Zeit, da wo wir uns befinden, da wo wir sind, jeder an seinem Ort, das zu leben, was der Herr ihm aufgetragen hat. Und sie sagt zu Schwester Lucia, das ist auch, was für uns jeden persönlich wichtig sein kann und ist eigentlich, mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht und der Weg sein, der dich zu Gott führt. Wenn wir also immer wieder zu Gott kommen wollen, uns ihm nähern, dann ist die Voraussetzung, die Zuflucht zu ihrem unbefleckten Herzen zu nehmen. Der sicherste Weg zu Gott. Bitten wir den Herrn um sein Erbarmen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Nummer 9. Seite 9. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr, den Menschen Fried auf Erden. Allmächtiger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen. Du wohnst mit Gott, dem Heiligen Geist, im Licht des Vaters. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast Maria, die Mutter deines Sohnes, auch uns zur Mutter gegeben. Gib, dass wir durch ihre Ermahnungen belehrt, im Geist der Buße und des Gebetes, die Ausbreitung des Reiches deines Sohnes mit noch größerem Eifer dienen, um die Welt zu erneuern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht als gleicher Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Liebe Brüder und Schwestern, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Seite 21, die dritte Strophe. Rosenkranz, Königin, Fürstin, du Heere, bitte bei deinem Sohn, dass er gewähre, was von dem Himmel kommt und uns zum Heile kommt. Fürstin, Fürstin, du Heere.
Selig bist du, Jungfrau Maria, du hast geglaubt, dass sich erfüllt, was der Herr dir sagen ließ. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe deinen Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ein paar kurze Worte, Schwestern und Brüder. An diesem geschichtsträchtigen Ort, diesem geistig-spirituellen Ort, man kann hier die Dichte, die Gegenwart der Gottesmutter direkt spüren, greifbar spüren. Sie ist hier. Und was gab es denn, was ist denn das Entscheidende, was sie uns mitgibt hier? Natürlich die Umkehr, die Buße, das immer neu auf Gott, Jesus ausrichten. Aber das eine ist, das klingt ganz banal, aber es ist trotzdem viel und tief: Weiht euch meinem unbefleckten Herzen. Das ist es. Was ist denn, wenn ich mich weihe, wenn ich jemandem etwas übergebe? Ich verlasse mich auf den. Ich kann mich auf den verlassen. Er wird nichts Schlechtes in meinem Leben tun. Ich kann ihm alles anvertrauen. Er weiß um mich. So ist es Maria. Maria möchte, wenn wir ihr das überlassen, die Regentschaft, sage ich mal, in unserem Leben. Und sie tut es dann auf ihre Weise. Bei jedem individuell. Jeder ist anders. Jeder ist vor Gott ein Individuum. Deswegen kann der eine nicht das vom anderen erwarten, was er selber tut, und umgekehrt. Vielleicht hat ja Gott mit dem oder jenem etwas anderes vor. Maria, sie kann ja nichts anders und führt uns zu Jesus. Siehe da deine Mutter, siehe da dein Sohn. Uns ist es so gegeben, seht da eure Mutter. Von ihr hat Jesus den Auftrag, Jesus hat den Auftrag an ihr gegeben: Siehe dein Sohn, siehe deine Kinder, siehe deine zukünftigen Kinder. Es ist das Gleiche, wie wo unter diesem Bild steht, der heiligen Faustina: Jesus, Jesus, ich vertraue auf dich. Wenn wir uns jemanden anvertrauen, dann ist das genauso. Er sorgt für uns, er tut für uns, er weiß um uns. Um in diesem Glauben zu wachsen und in diesem Glauben auch gestärkt zu werden, deswegen sind wir hier. Deswegen ist das Gebet wichtig. Das tägliche Gebet, Rosenkranzgebet, Eucharistiefeier, das ist das, was wir brauchen in unserer Zeit, und das wird noch in Zukunft auch angegriffen werden. Aber es bleibten diese beiden Säulen übrig, die der heilige Johannes Bosco gesehen hat. Die Eucharistie, die kann letzten Endes keiner angreifen, und Maria. Das wird uns letzten Endes
nur noch bleiben. Aber das sind letzten Endes die beiden Rettungsanker, wo die Kirche sich festmacht und wo aber auch jeder Einzelne von uns sich festmachen kann. Das gibt uns Hoffnung und Zuversicht für unseren Alltag. Hier stärken wir uns, hier danken wir auf, hier laden wir unseren Akku immer wieder auf. Und so hat jeder von uns zu Hause seine Stellen, sage ich mal, seine Ladestellen, wo er seinen Akku aufladen kann. Das brauchen wir, um gestärkt tagtäglich unseren Weg zu gehen. Als Fürbittgebet sprechen wir das Weihegebet des heiligen Bernhard von Clairvaux. Wer es kann, wir beten das, können wir mitbeten miteinander. O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz dar, und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, so bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und Eigentum. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, beim Gedenken an die allerseligste Jungfrau Maria bringen wir dir die Gaben der Versöhnung und des Lobes dar. Vergib uns gnädig unsere Schuld und lenke unsere unbeständigen Herzen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist.
Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, denn du hast Großes getan an der seligen Jungfrau Maria. In ihrem unbefleckten Herzen und in ihrem jungfräulichen Schoß hat sie dein Wort empfangen, und da sie den Schöpfer gebar, der Kirche ihren Ursprung gegeben. Unter dem Kreuz empfing sie das Vermächtnis seiner Liebe und nahm alle Menschen als ihre Kinder an, die durch Christi Tod zum ewigen Leben geboren sind. Mit den Aposteln erwartete sie den verheißenen Tröster und vereinte mit den Bitten der Jünger ihr Gebet als Vorbild deiner betenden Kirche. In der Herrlichkeit des Himmels bleibt sie der bildenden Kirche eine liebende Mutter und beschützt unseren Weg zur ewigen Heimat, bis der herrliche Tag Christi hereinbricht. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruh: Heilig, heilig, heilig zu. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freien Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde
und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, mit dem zuständigen Bischof, mit allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, den heiligen Josef, mit der heiligen Jacinta und Francisco, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum dürfen wir voll Vertrauen miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Die Jesus gibt uns einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Er gibt uns den Frieden des Herzens. Und die Voraussetzung immer wieder für den Frieden für uns persönlich ist, dass wir uns versöhnen, dass wir umkehren, dass wir einander vergeben. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist Friede sei mit dir. Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt.
So spricht der Herr, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, beim Gedächtnis der seligen Jungfrau Maria, die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche verehren, haben wir voll Freude das heilige Sakrament empfangen. Lass es uns eine Hilfe sein, die zum ewigen Leben führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens. Segne, behüte und beschütze euch und bewahre euch vor allen Gefahren des Leibes und der Seele und allen Bösen, der dreieine und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampf gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels, sei unser Schutz. Gott gebiete ihn, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Heerscharen, stürze den Satan und alle anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen in der Welt umherschleichen, mit der Kraft Gottes hinab in die Hölle. Amen. Geht hin im Frieden. Zwei Strophen auf der Seite 31. Wunderschön, prächtige, hohe und mächtige, wie breit und selige, himmlische Frau, mit der sie schlägt mich, himmlisch verbinde mich, ja, mich mit Leib und mit Seele vertraut. Blut und Leben will ich dir geben, alles, was immer ich hab, was ich bin, geb ich mit Freuden, weil ich ja dir bin. Sonne und glänzende Sterne begrenzt, Leuchte und Trost auf der nächtlichen Fahrt, vor der verderblichen Magen.